Und damit herzlich willkommen zurück zu Dredge. Nachdem wir beim letzten Mal ja doch etwas in Mitleidenschaft gezogen wurden, müssen wir jetzt erstmal zur Schiffsbauern. Mein Mond sieht ramponiert aus. Ich kann das hier reparieren, wenn du möchtest. Ja, das möchte ich sehr gerne. Es kostet 90? Okay, also ich habe 3 Lecks scheinbar. Kosten jeweils 30. Ich repariere einfach mal alles. Muss ich eh. So. Moment. Gut. Ich habe jetzt das Problem, dass ich nicht geschlafen habe. Und um 6 ist hier halt die Nacht zu Ende. So, das heißt, wir fahren wieder raus. Jetzt mal kurz nur ans andere Ende der Bucht. Aber wir gucken mal kurz nach, ob hier sich der Bestand erholt hat. Nein, hat er nicht. Wir dredgen da mal kurz. Würde ich sagen. Denn hier gibt es was zu dredgen. Ich hätte nicht drauf geachtet, was wir hier kriegen, ehrlich gesagt. Ah, Holzplanken. Okay, cool. Ist schon erschöpft. RIP. Dann fahren wir mal kurz um die Insel hier drumherum, würde ich sagen. Ich meine nämlich, hier gab es auf der Rückseite noch was zu dredgen. Meine Güte, ey. Ich muss auf jeden Fall nochmal zu ihm und uns da hier den Scheiß holen. Ich hoffe eigentlich darauf, dass wir irgendwo nochmal einen Wrack finden mit einem Forschungsteil drin. Ich hatte ja die Hoffnung, dass die Steine, von denen Freddy gesprochen hat, das wären. Die Steine waren aber leider nichts zum, war ja nicht wie ein Wrack, sondern war einfach nur... Ich komme gar nicht drauf, wie es heißt, aber hier ist ein Wrack. Absolut irre. Und da ist was zum Dredgen, also beides gleich. Nice. So. Schön, eine Gürtelschnalle. Dann wollen wir mal kurz nach hier. Gib. Metallschrott, glaube ich. Der ist sogar Mittelalter. Ehre. Ich finde ja, wenn man panickt. So, Bestand schon wieder niedrig. So, Sekunde. Das heißt, da dürfte jetzt noch eins drin sein. Und für eins haben wir auch noch Platz. Perfekt. Und es ist 18 Uhr. Ich fahre mal ganz schnell hier an die Küste. Was ist das? Ach, Flundern besonders, die können wir wieder nicht fangen. So. Guten Tag. Mir wurde ja auch gesagt, trauernder Vater. Ich soll mit Leuten sprechen. Hallo. Ist alles in Ordnung? Weißt du, was über die Schiffswracks der Gegend? Also mein einziger Sohn ist vor einigen Jahren auf See umgekommen. Ja. Ist immer noch irgendwo da draußen. In einem dieser Wracks. Ganz allein im eisigen Wasser. Der Mann sichtlich um... Was? Der Mann ringt sichtlich um Fassung, doch sein ganzer Körper bebt vor Kummer. Ich habe mich einmal gefragt. Mir ist aufgefallen, dass du an Bord eines Bootes eine Dredging-Ausrüstung hast. Wenn du vielleicht einige seiner persönlichen Sachen bergen könntest, mit einem Andenken an ihn könnte ich wohl leichter Frieden finden. Er trug eine Bronzegürtelschnalle mit einem speziellen Gravur. Ich würde sie wohl überall erkennen, wenn du sie für mich findest. Stünde ich tief in deiner Schuld. Dem Mann die Gürtelschnalle geben? Ja klar. Wollte er noch nicht. Du gibst die Gürtelschnalle dem Mann. Das ist wirklich seine. Oh, ich danke dir. Du hast sie mir zurückgebracht. Bitte nimm dies. Ich habe kein Geld, um mich zu bezahlen. Aber das hier könnte wertvoller für dich sein. Yes!
Bruder, beste Entscheidung, dem das Ding zu geben. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Ja, weißt du sonst noch was? Ich hab dir alles erzählt, was ich weiß. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Ich gehe kaum vor die Tür. Ich bekomme also nicht viel mit. Aber ich kann mich noch an die letzten Tage des alten Bürgermeisters erinnern. Kein schöner Anblick. Brüllte herum, warf Sachen ins Meer. Wirf es zurück, schrie er wieder und wieder. Flehte jeden an, heulte es in den Wind. Heute kann ich ihn beinahe verstehen. Kann ich dir sonst noch etwas helfen? Nee, danke. Nice. Und Dockarbeiter, wie läuft es so? Übernimmst du auch Lieferung zur Schwarzinsel? Eine Sekunde, bitte. Er blättert durch dein großes Buch. Es scheint eine Liste mit Ladungsverzeichnissen zu sein. Ich habe leider, wenn ich wieder reinklicke, ist fortfahren. Oh, das habe ich mir gedacht. Es gibt nicht einmal eine Lieferadresse. Soweit ich weiß, lebt dort niemand. Und was kann ich sonst noch für die tun? Weißt du, was du bei Schiffswracks? Ein paar haben sich um den örtlichen Teil der Insel gewagt. Die dürften jetzt alle auf dem Grund des Meeres vor sich hin rotten. Die Boote dieser armen Seelen zerschellen im Nebel an den Felsen. Dort gibt es einen toten Winkel, von dem aus man den Leuchtturm nicht mehr sehen kann. Was kann ich noch für dich tun? Seltsamer Vorfall? Ja, vor ein paar Jahren habe ich in der Kneipe eine Geschichte gehört. Klang ziemlich haarsträubend. Vor etwa 20 Jahren soll ein Fischer aus der Gegend eine verschlossene Truhe vom Meeresgrund geborgen haben. Sie hebelten sie auf und nahmen sich, was drin war. In dieser Nacht zog zum ersten Mal der Nebel auf und seither hüllt er jedes Meer jede Nacht ein. Was in dieser verfluchten Truhe war, weiß niemand. Aber alle, die ihn eingesehen haben, wurden verrückt oder Schlimmeres. Truhen und Mannschaft sind daraufhin spurlos und verschwunden. Doch der Nebel bleibt. Verrückt, was? Was kann ich noch für dich tun? Glücksarbeiten? Wechsel für das Wetter. An den meisten Tagen ist es ziemlich ruhig. Die Bezahlung ist nicht besonders, aber die Arbeit ist einfach. Das passt mir gut. Es ist schön, die frische Brise genießen zu können, ohne aufs Wasser zu müssen. Nicht zu ungut. Ich wollte nur nicht jeden Tag raus. Ja. Das war's. Okay. Gut, der Händler. Für den habe ich gar nichts. Okay, ich kann mal kurz lagern. Alter, wie viel Metallschrott ich jetzt schon habe. Aber ich glaube, dafür brauchen wir bestimmt auch viel. So, pass mal auf. Die kommen jetzt hier hin. Ich vergesse immer, dass man so auch schnell tauschen kann, aber es bringt irgendwie nicht so viel. Gut, den hätte ich gerne noch hier rübergelegt. Malte Eisenkette und ein Zitrinring. Das zum Beispiel, wenn ich jetzt die Chess Bronze würde schon verkauft hätte, hätte ich nicht mehr arbeiten können, ne? Na, ich behalte die Sachen mal. Ich habe jetzt gerade keine Geldnot. So, ich würde sagen, wir ruhen bis 4. Und dann machen wir weiter. Ablegen. So, wir haben leider immer noch kein... Was ist das? Aufgewühltes Wasser, Flachwasser. Da ist ein einziger Fisch. Ah, ein bisschen zu nah. Na, wir fahren mal hier rum. Und hier hinten war ja noch was zum Dredgen, da und da hoch. Ah, Schatz, okay. Gut, eine alte Eisenkette. Ah, und Stoff. So, Stoff. Schätze mal noch das mal. Das wird uns wieder gewesen sein. Ja, genau, erschöpft, okay. So, da sind nur Fische. Dann würde ich sagen, fahre ich mal um die Insel drumherum. Ich will jetzt mal alles abdredgen, den Part. Ich glaube, da hinten sollten wir erst hinfahren, wenn wir einen größeren Motor haben. Das könnte sonst zeitlich alles sehr eng werden. Vor allem, wenn wir noch was tun wollen. Was ist das hier? Ach, Flundern. So, das heißt, ich fahre heute zurück und hole mir das,
Mischgewässer-Angelding. Mischgewässer-Angelding, genau. Fisch, das war genau der Name, den du suchtest. Okay, spannend. Um diese Insel herum gibt es nichts zu dredgen. Ich könnte ihm den Schlüssel bringen, habe ich aber eigentlich gerade kein Interesse daran. Hallöchen, was bist du denn? Bist du ein Flipper? Nö. So. Dummer Fisch, jetzt bist du alleine. So. Wir fahren nochmal so rum, ich will das hier noch abdredgen. Das sind Aale, oder? Ja, es sind Aale, es ist nichts zum Dredgen. Da wäre noch was Großes. Da wäre auch noch was Großes. Ein Merlin. Erschöpft. Ah, weil es Nacht wird, okay. Alter, einen großen in der Nacht habe ich auch noch nie gehabt, ne? Gut, ich würde sagen, wir fahren jetzt mal Richtung Heimat. Wenn uns noch ein großer unterwegs kommt, dann bin ich nicht abgeneigt, den zu fangen. Aber wir haben jetzt schon das Problem, dass es neblig ist. Und da hinten ist irgendwas. Hallo? Ist irgendwas? Problem wird sein, dass ich Felsen wieder zu spät sehe. So. Bin da. Easy game. So, das heißt, ich kann mir jetzt endlich die scheiß Dingens einbauen. Das gefällt mir sehr gut. Geschmack auf Verzeihen. So, mein Lager. Also erstmal kommt hier Stoff da rein. So, dann verkaufe ich den scheiß Fisch. Der ist noch frisch, Ehre. So, dann würde ich gerne Forschung machen. Und zwar dieses Mal wirklich auch in die flexible Angelroute. So, dann möchte ich gerne ins... Nein, nicht ins Trockendock. Schiffsbauerin. Also auf die möchte ich verkaufen. Was kosten die große? Nicht, dass ich mir die leisten kann. Ach, gar nichts kostet die Junge. Okay, Ehre. So, die kann nämlich nur Küstennähe. Die könnte Flachwasser, die könnte auch Flachwasser. Die kann ozeanisch, die haben wir, und die kann küstennah und Flachwasser. Und so, zack. Errungenschaft freigeschaltet. Belege jeden Flachpratz des Blutes mit Ausrüstung. Ehre. So. Das heißt nämlich, dass wir jetzt gerade nichts mehr machen können. Wir müssten erst was ausbauen oder verkaufen. So. Das ist das billigste. Ein Scheinwerfer ist das billigste. Ich hätte auch ehrlich gesagt gerne einen Scheinwerfer. So. Denn ein Scheinwerferchen macht uns hoffentlich nicht mehr ganz so nervös. Und einmal Schrott. Verbesserung kaufen. Ah, okay, ich brauche also zwei davon. Sehe ich das richtig? Wahrscheinlich. Gut, das heißt, neuer Motorplatz. Den kann ich eigentlich auch leisten, oder? Ja, kann ich auch leisten. Kostet nochmal 100, Alter. Dann bin ich auch schon wieder pleite. Dann muss ich mir wieder aufverkaufen, ne? So. Heißt das, ich brauche alles, um mir das zu kaufen? Das ist ja belastend. Okay, ich kann jetzt zwei kleine Motoren noch haben.
Okay, das war alles dumm, ey. Gut, jetzt könnte ich noch einen größeren Motor einbauen. Okay, ich würde sagen, wir legen wieder ab. Ich hoffe, wir sind nicht müde. So, was haben wir denn für Aufgaben? Flunder und Aal können wir jetzt fangen. Das machen wir, glaube ich, heute allererstes Mal. Dann haben wir den endlich mal fertig in Auftrag. Den haben wir schon so lange. Guten Tag. Zack. Sehr schade, den hätte ich gerne gehabt. So, und da waren Flundern. Guten Tag. So, ich kann eh nicht mehr fangen. Einmal zurückgucken, würde ich sagen. Ich glaube, wir könnten bei Forschung auch einen neuen Motor erforschen. Das mache ich, glaube ich, als nächstes. Wir sind ein bisschen schneller unterwegs. Aber jetzt können wir schon mal alle Fischarten fangen, die wir aktuell haben. So, guten Tag, Fischhändler. Fisch für die Bestellung. Ja, lass einfach hier, was du schon hast. Sehr schön, gib dir Geld, können wir zufrieden sein, noch eine Bestellung. Wenig spezieller. Kalmare und einen ganzen schwarzen Zackenbarsch. Heutzutage fischen nicht viel nach Kalmaren. In dieser Art ist nachtaktiv und du weißt ja, nachts ist ziemlich viel los. Ja, okay, aber das ist jetzt nicht so schwierig. Ich verkaufe den Rest mal. Und fahre weiter. Also Kalmare habe ich ja schon wirklich oft gefangen. Ich meine, die sind halt hier vorne direkt in der Bucht, ne? Aber einen schwarzen Zackenbarsch kenne ich, glaube ich, noch nicht, oder? Kajüte-Mission. Ja, schwarzer Zackenbarsch. Bauholz-Schrott habe ich jetzt gerade nicht mehr. Akrele, Kabel, ja. Oh, es gibt mehr als eine Anomalie, okay. Sturmklippen. Ah, guck mal hier da. Kalmar, grauer Aal, Golfflunder, kenne ich nicht, kenne ich nicht, kenne ich nicht, kenne ich nicht. Ein Bronzehai. Okay, es gibt ganz schön viele fucking Fische, ne? Und das ist ja hier nur bei Marktstädte. Es gibt ja offensichtlich noch viel mehr. Junge. Sturmklippen. Ah, okay, nee, das ist alles. Okay. Gut. Haben wir rausgefunden. Du bist allein. Sehe ich das richtig? Ja. Das ist sehr schade, dann werde ich die nämlich nicht fangen. Wie gesagt, alleine fangen macht das für mich keinen Sinn. Dann sind die halt danach weg. Hier gibt es Holz, hoffe ich. Ja, sehr schön. Keine Ahnung, sich bei Dredgen der Bestand auch erholt. Nach den gleichen Prinzipien wie beim Fischen. Also ob man Dredgen besser nicht zu Ende macht. Also bis es wäre. Ehre? Das ist, glaube ich, total viel Glück, oder? Wir haben jetzt zweimal Elektro hier in
Forschungsbauteil daraus gekriegt. Wieso sind hier noch Flundern? Das sind keine Flundern. Stachelrochen. Junge, bist du groß, ey. Und was seid ihr? Kenn ich auch noch nicht, okay. Scheiße, ich hab keinen Platz. Pass auf. So. 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 Was bist du? Schwarze Sachen. Stachel. Stachelzackenbarsch. Gut, das heißt, ich brauche nur einen Kalmar und dann bin ich fertig. Irre. Ich weiß aber leider nicht, ob hier noch Kalmare sind. Das heißt, ich muss einmal rüberfahren. Da weiß ich, dass Kalmare sind. Und dann habe ich die Quest schon wieder fertig. Das ging schnell. Und da ist gerade irgendwas Besonderes. Jesus Maria und Josefina. Das wusste ich nicht mehr. Servus. Ich habe auch keinen Platz. Pass auf, ich fahr kurz rein. Chill kurz. Verkauf hier den Bums. Ja. Dann brauche ich 2 Kalmare. Und den kann ich so verkaufen. Der ist nicht mehr viel wert. So. Kommt ja wohl hier nicht rein, ne? So, guten Tag. Ach, scheiße. Bist du ekelhaft, Alter. Ein Blutkalmar. Ich hatte Angst, ihn zu überfischen, bin ich ehrlich, aber ich brauchte die 2 Teile. Dann haben wir die nächste Quest fertig, Ehre. Und damit ist schon wieder Part-Final durch. Aber heute haben wir echt viel gemacht, ne? Schiff aufgerüstet, 2 Quests abgeschlossen. Hier neuen Scheiß geholt. Ja, komm. So, gibt uns ein wenig Geld. 94. Chef-CD mit dir diskutieren. Es geht über einen Krabbenkörper. Ich habe jetzt... Ich habe tatsächlich eine Idee für dich. Es ist ein bisschen verbeult, aber du kannst es bei der Schifffahrt reparieren lassen. Komm an, Krabbenkorb. Fähigkeit freigeschaltet, Krabbenkorb. Bring Krabbenkörper aus, Standort nicht vergessen. Sollte unkompliziert sein. Wirf das Ding auf See einfach irgendwo aus und nach 1 bis 2 Tagen suchst du nach, ob du irgendwas gefangen hast. Hör deinen Kunden, nämlich deine Windkrabbe und einen gemeinen Strandkrabbe. Beide Arten findet man hier in der Gegend. Sollte auf jeden Fall der Jagd nach besonderen Arten gehen. Konsultiere deine Enzyklopädie, du findest alle nötigen Informationen. Ah, guck mal, er verkauft uns jetzt auf Strand Krabbenkörbe. Kosten 100 pro Stück. Okay. Schiffsbauerin. Wenn die Ausrichtung gegen die Animale überdauern, kann das hier reparieren. Kannst du das hier reparieren? Reparaturmodus. Reparieren. Ah, ja, Lebensdauer, okay. So. Mein Lager. Genau, ich wollte mal gucken, ob ich jetzt Forschung mache. Vulkanisch oder Mangroven? Leider beides nicht ozeanisch. Aber wir können ja erstmal Motoren machen, ne? Pass auf, der macht 15,9 Knoten. Den sollte ich erstmal erkunden, glaube ich. Wäre jetzt echt gut. Ehre, was ist das da oben? Strahlantrieb. 9 Knoten. Aber halt nur einen Slot, ne? Das heißt im Endeffekt halt 19 Knoten. Für den gleichen Platzbedarf. Okay.
Luxus-Außenbau oder Zwillingspropellermotor? Motor ist mit einem Zwillingspropellerantrieb ausgestattet. Das sorgt für mehr Tempo. Kostet auch 3, okay. Also im Endeffekt ist das Ding halt extrem gut. Aber kostet auch extrem viel Pünktchen, ne? Wie viel kostet der? 5? 2, 4, 5. Ja, genau, 5. Die beiden zusammen kosten nur 5. Aber der ist halt auch wirklich gut. Also ich würde als erstes mal auf den gehen. Aber wahrscheinlich wird das hier schon besser sein. Aber das braucht halt so viel Platz, ne? Ich habe nicht mal für die beiden Platz, glaube ich. Aber für... Doch, hätte ich. Ich hätte für die beiden Platz. Für die Dinge habe ich halt auf jeden Fall Platz. So, wir haben jetzt Curve freigeschaltet. Aber Netze noch nicht. Gut. Ich würde aber, glaube ich, sagen, beim nächsten Mal machen wir vielleicht das. Im Arsch von einer Sache in der Enzyklopädie gefunden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wollte das Ding hier noch ins Lager tun, genau. Tun wir mal da. So. Zack. Zack. Gut, dann würde ich trotzdem sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.